Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf den Kanal gefallen und in der Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem folgt mir auch gerne auf dem Twitch-Kanal und bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Item-Shop an. Dort haben wir heute den Rote Jade-Skin wieder drin und natürlich ist hinten auch noch der Ninja-Skin. Dazu kommen wir allerdings als letztes natürlich. Wir beginnen ja natürlich immer ganz auf der linken Seite. Hier haben wir einmal den Rote Jade-Skin, dann als nächstes haben wir noch den Haze-Skin. Hier haben wir einmal zwei Stiloptionen, einmal den Standard-Stil und dann noch den Extrem-Stil. Und gestern hatte sich auch jemand darüber beschwert, dass ich eben halt nie die Backpacks zeige. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob ich die Backpacks euch immer zeigen soll oder ob das euch eigentlich relativ egal ist. Ich meine, ich zeige dir auch immer, wenn es wirklich nice Backpacks in meinen Augen sind, aber wenn es ganz normale Backpacks sind, dann zeige ich das nicht, einfach damit ihr die Skins schneller hintereinander sehen könnt. Ich mache mal oben eine Abstimmung, würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Auf jeden Fall haben wir dazu dann noch die Sternwucht-Spitzhacke. Dann als nächstes haben wir noch den Vertex-Skin, dazu dann die Rasierschnittig-Spitzhacke und dann den Vorreiter-Gleiter. Als nächstes haben wir dann noch den Knight Rider-Skin. Hier haben wir einmal das Reserverad-Backpack, ist ja auch ein relativ neues Backpack, also wurde erst in Season 1 jetzt eingeführt und der Skin ist ja bereits schon seit Season 3 verfügbar. Finde ich immer ganz cool, wenn auf solchen, gerade wenn es epische oder legendäre Skins sind, die keine Backpacks haben, wenn dort dann noch ein weiteres Backpack hinzugefügt wird, finde ich eigentlich immer ziemlich nice und gibt auf jeden Fall dem Skin nochmal einen deutlich höheren Wert. Dann haben wir als nächstes die blaue Schocklackierung. Das ist natürlich hier auch eine animierte und eine reaktive Lackierung. Das heißt, durch die reaktive Lackierung kann man beim Schießen noch einen extra animierten Effekt sehen. Normalerweise kommen immer die Blitze hier so ganz leicht rüber und wenn man schießt, dann werden die immer deutlich stärker. Finde ich, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Auch auf verschiedenen Waffen. Gibt ja manche Lackierungen, die sehen nur auf einer einzigen Waffe gut aus, auf dem Rest gar nicht. Hier finde ich auf jeden Fall, sieht das generell ganz gut aus. Dann haben wir zunächst noch den unendlichen Dab. Dann als nächstes den Taxifahrer-Skin, dann rundes Repertoire. Ist, glaube ich, tatsächlich noch ein relativ neuer Emote, kam, glaube ich, erst vor 2 Wochen oder so rein. Dann haben wir auf jeden Fall als letztes noch den Konzentriert-Emote, ist natürlich auch ein Fortbewegungs-Emote. Und das waren dann soweit die normalen Gegenstände. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Ninja-Gegenstände. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, das Ninja-Paket zu nehmen oder einmal alles einzeln zu kaufen. Beim Ninja-Paket muss man im Prinzip nur 500 V-Bucks auf den normalen Skin dazu bezahlen und bekommt den Rest im Prinzip gratis. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Angebot. Hier haben wir einmal den Ninja-Skin an sich, einmal im Standard, im Stil mit Maske, im Raven-Stil und dann noch im reaktiven Stil. Dazu dann noch die Zwillingskatanas als Spitzhacken. Und als letztes den Ninja-Stil-Emote noch. Wie gesagt, das alles kann man natürlich auch alleine kaufen. Hier bekommt man keine weiteren Items oder so. Das sind wirklich alle Items, die es davon gibt. Und damit war es das dann auch von diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.